wieder zurück bei Assetto Corsa, startet eine neue Woche, es ist wieder Montag, das heißt, es ist wieder Assetto Corsa Time. Jo. Und was mir aufgefallen ist, das Magione, was da drunter steht, ist tatsächlich, gut, das Spiel ist, ist ein italienisches Spiel, klar, italienischer Name ist Assetto Corsa, das ist der Schleinig. Ist tatsächlich der Streckenname. Und nicht, dass ein Fahrzeug irgendwie Zusatz, wie auch immer. Das Auto heißt BMW M3 E30 Step 1 und Magione ist wie gesagt die Strecke. Und unser Ziel ist es, irgendwie auf Gold zu fahren. Das heißt, 4000 Punkte müssen wir zumachen in diesem Zeitfahren. Und dann schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Mit diesem neuen Auto. Angefangen haben wir mit dem Abarth 4, dann nochmal den Alfa Romeo gefahren. Jetzt fahren wir mit BMW. Und dann sind wir auch durch mit der Strecke, mit dem Ding hier, mit dem Novizio Cup 1. Das ist ja 4000, also 1000 haben wir Minimum rauskriegen, aber man ist natürlich dafür, das Gold zu machen. Drehen wir mal auf, schaffen wir schon. Also 4000 Punkte, das sollen wir mal hinkriegen. Und dann passt das auch. Aber was beim ersten Mal nicht kriegen, weiß ich doch nicht. Bleibt abzuwarten. Ich kenne die Strecke noch nicht. Ich muss mal gucken, was passiert ist. Sehen wir auch erstmal diese Strecke reinfuchsen hier. Weil unser Ziel ist es natürlich auf der Strecke zu bleiben, weil wir zu weit rausrutschen ins Grüne oder ins Kies heißt natürlich Strafe. Das sind dann teuer erfahrene Punkte, die uns natürlich dann fehlen. Und das ist genau das, was ich meine. 200 Minuspunkte, die wir jetzt schon mal haben. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen weit rausrücken. Und die Frage ist, wie viele Punkte gibt es pro Runde? Klar, umso schneller, umso sauberer wir die Runde erfahren, umso besser ist es. Umso mehr Punkte gibt es am Ende final. Aber wie gesagt, mal schauen, wie weit wir das Ding heute irgendwie rocken. Eigentlich war es ja geplant, heute den kompletten Wichtelkampf zu zeigen, quasi an einer Folge. Aber das ist einfach nicht möglich. Wir machen einfach pro Abschnitt, weil das einfach teilweise zu lange dauert. Wir gucken mal gerade rein, 175 Punkte. Ist natürlich nicht ideal. Aber wie gesagt, bei 4000 Punkten müsste ich hier extrem lange fahren. Och, leck mich doch am Arsch, Alter. Du bremst und der rutscht ja trotzdem komplett über links. Hauptsache, es gibt Minuspunkte. Und so kann man hier Runde um Runde drin nichts auf die Reihe kriegen. Jetzt schon mal ein bisschen was früher aufs zu bremsen, damit ich halt nichts rausrutsche. Aber wie gesagt, ich stehe komplett auf der Bremse und der sagt, nö, ich gehe komplett raus aus dem Ding. Und wieder zack, mindestens wieder Zeit schlafen. Also 393. 4000 Punkte, das ist gerade nicht unmöglich, das ist so. Weil wir halt jede Runde mindestens einmal kurz ins Kies gehen. So viel kannst du gar nicht rausholen. Teilweise nicht so viele, wie du halt dann am Ende wieder verlierst, ne? Ja, jetzt kriegst du mal 800 dicke Punkte. Aber wir haben auch verloren. Mal gepasst. Und 8000 Punkte. 800 Punkte, Entschuldigung.
gerade ein bisschen weniger zu quatschen, ein bisschen mehr zu konzentrieren, um halt nicht irgendwie die ganze Zeit ins Kiste zu rutschen, um hier die Punkte zu verlieren. Weil hier wäre schon wieder fast so weit gewesen, aber so langsam kenne ich so ein bisschen die Punkte, wo ich dann anreisen muss. Und dafür ist dieses Zeitfahren auch gar nicht mal so gut, so schlecht, weil man dann einfach die Punkte kennenlernt und weiß, okay, da muss ich bremsen, da muss ich ein bisschen früher auf die Bremse, da alles die Strecke kennenzulernen. Gut, ein Rennen wird sich geben in diesem Rennen, nicht jetzt, heute Morgen zu weiter mit dem Start des Weiß Cup 2. Hier ist wieder 8000 Punkte. 800. Also, gefühlt, wenn man die Runde noch durchfahren, sind es noch 3 Ründchen. Klar, umso viel mehr Zeit man im Bericht bleibt, umso besser ist es. Ah, so langsam geht's wieder. Also langsam kommen wir auch mal drin in der Strecke. Also 2000, sagen wir momentan 2,6, wir brauchen 1400 Punkte, vielleicht noch zwei bis drei Runden, wenn alles gut läuft. Ja, das ist zu weit. Ach, da nehmen wir mal einfach ganz viele Punkte weg, insgesamt 1200 minus, sind wir wieder bei 2000 Punkte, also bei der Hälfte. So viel zum Thema, mit der Runde komme ich ohne Probleme durch. Das kostet richtig Punkte. Also jetzt werden wir mit der übernächsten Runde durch, aber das wird diesmal nicht passieren. Scheiße. Ich befürchte, dass auch genau das die Runde gekostet hat. Aber ich bin komplett auf der Bremse gewesen. Ihr habt es ja gehört, er hat richtig gerutscht. Damit wird das definitiv nochmal einen neuen Versuch starten müssen, weil die Zeit abgelaufen ist. Und es ist nur Stufe 1, es ist nämlich nur Bronze. Ja, wir müssen nochmal neu starten. Ich will das Ding nämlich auf Gold haben. Aber dann war ich da komplett. Ich stand da komplett auf der Bremse und die rutscht mir tatsächlich komplett bis durch in die Wand. Gekommen. Aber wieder stehe ich voll auf der Bremse und der zieht mir trotzdem bis hinten in die Wand durch. Ich glaube, der einfach gibt nicht so viele Punkte. Also 70 Punkte, aber zumindest waren wir im Plus gerade dabei. Schön die Runde jetzt mit, die dicken Punkte mit, ich weiß nicht, wie viele Punkte davon mal 100 gibt jetzt, ne? 200, naja, okay. Und dann sind wir mit 380, sprich noch keine Minuspunkte. Klar, und so länger man draußen bleibt, immer mal wieder, ne, insgesamt ins Zeitfahren und so, schlimmer wird das. Und wie gesagt, ich stehe komplett auf der Bremse.
So wie vorher auch und sagt dann, nö, ich nehme nur Minuspunkte mit. Da kriegst du Minuspunkte. Ab ins Gras mit dir. Und schauen Sie mal, es sind 300 Punkte nur noch 180 geworden. Jetzt müssen wir tatsächlich noch mal ein bisschen was rausholen. 4000 Punkte sollen wir holen. Also, wir sind wieder nur auf Bronze gerade kurz. Zweieinhalb, glaube ich, gibt es bei Nu. Bei zweieinhalb gibt es zumindest Silber. Und bei vier gibt es dann die Goldene. Aber ich will das Ding auf Gold fahren. Dafür ist der Ehrgeiz da, ne? Muss natürlich höllisch aufpassen hier. Fast 800 Punkte. Ja, so weit raus darfst du nicht, weil das auch nicht nur die dicken Punkte kostet, sondern auch Zeit. Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann ist dieses Zeitfahren beendet. Warum eigentlich immer so weit raus? Ich muss jetzt echt aufpassen, gerade, dass ich das... Ja, schön, vergiss es, Alter. Das kann doch nicht sein, ey. Immer Quersteher, Quersteher. Ich gehe komplett vom Gas runter. Hol mir, verdiene mal die Punkte dazu. Das ist immer dieselbe Kurve. Die sieht so unscheinbar aus, aber ich habe das Gefühl, dass sie genau will. Du musst da raus ins Gras. Hauptsache, es kostet dir Punkte, Zeit und alles. Ich befürchte, dass das schon wieder das Ende ist. 3, 2, es reicht gerade so mit der letzten Sekunde. Holen wir uns zumindest noch mal was mit nach Hause. Ach, leck mich doch am Arsch, ich habe doch gar nichts getan, ey. Ich bremse früher auf, und man muss rausrutschen. Jetzt kommt diese unscheinbare Kurve hier, die mir eben so ein bisschen das Ding gekostet hat. Hier wird das wieder mit der Zeit enger, aber es wird ein bisschen mehr übrig bleiben, nicht ganz. Als vorher schon. 2000 Punkte haben wir, also die Hälfte von dem, was wir eigentlich holen müssen. 4000 ist das große Ziel. Das würde jetzt momentan noch nicht mal für Silber reichen. Und dazu fehlen mir nochmal eben 500 Punkte. Zeit her ein bisschen besser aufgehen. Da könnte es jetzt auch ein bisschen mehr Punkte geben, wenn wir nicht als 43er Zeit machen. Jetzt haben wir nämlich zumindest mal 1,44,1, 1,44,0. Und es gibt 800 Punkte. So, 400.200. Zwei saubere Runden vielleicht noch. Ich nehme natürlich jetzt komplett das Gas mal früher schon weg. Bloß keine Zeitstrafe. Bloß keine. Was heißt keine Zeitstrafe? Bloß keine Punktestrafe geholt. Wir sind, glaube ich, momentan bei 300 und irgendwas. Die sind aber schon abgerechnet, also die werden nicht nach Finale abgezogen. Das vorsichtige Fahren kann auch wieder ein bisschen kosten, das kostet Zeit. Es war eine halbe Sekunde gerade mal. Das war nur eine halbe Sekunde vielleicht noch, die übrig geblieben ist. Klar.
die Zeit kriegst du fast nicht mehr rausgeholt. Wenn du jetzt natürlich durch das ganz vorsichtige Fahren richtig Zeug verlierst. Jetzt haben wir es gepasst, weil man durch das ganz vorsichtige Fahren natürlich wieder Zeit ohne Ende verliert. Ich mache jetzt, ich versuche jetzt die 4000 Punkte irgendwie safe zu kriegen. Also wenn, wie sagen wir mal, wenn du das vorsichtige Fahren und mal Zeit verlierst, kriegst du sie fast gar nicht mehr rausgeholt. Also, weil du echt extrem aufpassen musst. So, jetzt noch eine saubere Runde nach Hause fahren. Dann hast du die 4000 Punkte, dann ist es mir im Moment scheißegal. Und so ist es, wie gesagt, komplett auf Gold. Jetzt 47 sind wir jetzt gefahren. Das war doch mal knapp. Das war 0,1 Sekunde. Dafür gab es aber die Trophäen. Ich habe gefahren. Ich vermute, dass es, glaube ich, ein Punkt genau. Punktlandung war. Ich check jetzt gerade. Ich muss es jetzt gerade ein bisschen aufpassen. Ich will die 100 Punkte mit nach Hause nehmen. So, wenn wir jetzt noch 220 Punkte bekommen, dann kann ich die Zeit runter ablaufen lassen. Das wird ganz knapp werden jetzt. 3, 2, es reicht aber. So, jetzt lasse ich die Zeit, jetzt lasse ich nämlich die Runden raus und dann lasse ich mir die Zeit ablaufen. Weil wir haben 4.500 Punkte, das würde jetzt reichen, um das Ding nach Hause zu ziehen. Bloß jetzt keine. Ich nehme nämlich das Gasfeuer vor der Linie noch mit raus, damit ich weiß, okay. Das Ding geht jetzt auf jeden Fall nicht auf, von der Zeit her vermutlich. Das waren nämlich eben 0,1 Sekunden. Das wird nicht aufgehen. Aber es ist auch egal, oder? Nee, aber wir haben es geschafft. Wir haben das Ding auf Gold gefahren. Stufe 3 erreicht. Das ist erstmal das Allerwichtigste. 6 Runden haben wir gefahren. 11 Runden und wir kriegen Bonuspunkte, ja, Strafen 365 Punkte ist geschenkt, ist mir auch egal. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir sind durch mit Assetto Corsa für heute, beziehungsweise für diese Woche. Morgen machen wir, ab morgen machen wir dann weiter mit der Weiß Series 2. Wie viel haben wir denn insgesamt? Ach, wir haben gar nicht so viel. 4 Weiß Serien, okay. Ich weiß Gott, wie viel wir insgesamt haben fahren können. Oh, so ist es gar nicht in meiner Karriere, ne? Sehe ich gerade. 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48 Folgen, ja doch, 55, 62, 69, 76, 83, 90, 98, 106, okay, es sind noch ein paar Folgen. 106, 112, 120, 198, 134, 138, 142, 147, 152 Folgen plus das, was jetzt noch so hier folgt. Ja gut, dann sind wir mal irgendwo bei 180, 190 Folgen am Ende. Das wird auf jeden Fall ein ordentliches Stück Arbeit werden noch. Gut, dann hatte ich nicht gedacht, damit dass wir tatsächlich so viel haben. Aber ich denke, dass wir da die Dinger abbauen. Aber ist egal. Den Rest machen wir dann morgen. Wir sehen uns dann. Also das heißt den Rest. Natürlich nicht den ganzen Rest, sondern wir machen nur immer Event für Event. Das nächste erste Event der Device Series 2 startet morgen um 14 Uhr. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und tschüss.